Roselia ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze und Gift, existiert seit der dritten Spielgeneration, kann sich aus Knospi entwickeln und selbst zu Roserade weiterentwickeln. Roselia ist ein kleines, zweibeiniges, humanoides Pokémon, das sowohl hell als auch dunkelgrün, gelb, rot und blau auftritt. Gesicht, Arme, Rücken und Beine sind dagegen hellgrün, der restliche Kopf sowie die Schultern und der vordere Körperbereich dunkelgrün. Auf seiner Brust ist ein dünner gelber Streifen zu sehen. Und das Pokémon besitzt einen runden Kopf, der von drei breiten Stacheln gekrönt wird. Sein Gesicht setzt sich aus den beiden Augen und dem kleinen Mund zusammen. Hat das Pokémon seine Augen geöffnet, ist zu sehen, dass diese aus schwarzer Lederhaut und kleinen weißen Pupillen bestehen. Sowohl die Schultern als auch der vordere Körper sind mit einem Blatt bedeckt. Schließlich steht Roselia auf zwei zierlichen Beinen. Sein auffälligstes Merkmal sind die großen prachtvollen Rosenblüten, welche es an dünnen Ärmchen trägt. Die rechte Blüte ist rot, die linke blau gefärbt. In der Shiny-Form wirkt der Körper insgesamt etwas dunkler gefärbt. Des Weiteren ist nur die rechte Rosenblüte blau und die linke schwarz gefärbt. Roselia hat die Gabe, durch seinen wunderbaren Duft Feinde unvorsichtig zu machen, macht sich dies vor allem im Kampf zunutze. Es greift sie anschließend mit seinen giftigen spitzen Dornen an, indem es Giftstachel einsetzt. Schadet ihnen durch spezielle Pflanzenattacken wie Solarstrahl oder Zauberblatt oder saugt ihnen die Energie mit Gigasauge aus. Wird es bei gegnerischen Angriffen direkt berührt, so kann es dem Feind durch Roselias Fähigkeit Giftdorn passieren, dass er auf einen giftigen Stachel trifft und sich dabei eine Vergiftung zuzieht. Andere Roselia besitzen die Fähigkeit Innere Kraft, bei der es, wenn es im Kampf ausgetauscht wird, diese Zeit nutzt, um eventuelle Statusveränderungen zu heilen. Die bei nur wenigen Roselia vorhandene versteckte Fähigkeit Floraschild heilt das Pokémon im Sonnenschein von primären Statusveränderungen. Roselia ist ein prachtvolles Pokémon, welches Menschen nur selten zu Gesicht bekommen. Seine Blüten versprühen einen entspannenden Duft, welcher auf Lebewesen beruhigend wirkt und Feinde unvorsichtig macht. Je gesünder Roselia ist, desto stärker und angenehmer ist dieser Duft. Nimmt es nährstoffreiches Quellwasser zu sich, so erblühen die Blumen Roselias. Trinkt es klares Wasser, so werden ihre Farben leuchtender. Die Blumen auf den Armen sind zwar wunderschön, jedoch sollte man ihnen nicht zu nahe kommen oder sogar versuchen, sie zu stehlen, da Roselia ihnen diesen Blumen giftige, scharfe Dornen versteckt, mit denen es auf jeden schießt, der dem Pokémon seine wertvollen Blumen entwenden möchte. Dabei ist Roselia der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Knospi. Selbst kann es sich zu Roserade weiterentwickeln. Knospi gilt hierbei als Baby-Pokémon und um ein Knospi zu züchten, muss seine Weiterentwicklung, welches in die Pension gegeben wird, das Item Rosenrauch tragen. Die Entwicklungsreihe symbolisiert das Aufblühen einer kleinen Knospe zu einer schönen Blume. Knospis Körper ist grün und erinnert an einen Pflanzensprössling. Nach der Entwicklung zu Roselia symbolisiert der Körper den Blumenstängel. Das Pokémon bekommt zwei Beine und Arme. Als Hände tragen die Enden der Arme Rosen. Am Kopf wachsen drei Stacheln. Diese sind vermutlich eine Anspielung auf die Dornen einer Rose. Nach der Entwicklung zu Roserade sind die Arme und der Kopf nun die Blüten der Rose. Die größte Blüte ist die am Kopf und weiß gefärbt. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Knospi zu Roselia durch ein Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst. Die Entwicklung von Roselia zu Roserade wiederum durch die Gabe eines Leuchtsteins. Mit der Typenkombination nimmt Roselia Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Wasser-, Elektro- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Psycho- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.